Immer schön an einem heißen Dampf vorbei. In Richtung Käfer. Komm! Mach die Kackkiste fertig! So! Geht doch. Da ist der Lavaklotz von vorhin. Todesberg. Ah, Portal. Ich nenne sie liebevoll Portalbastler. Oh Gott, das ist so eine verwinkelte Kacke hier. Wo komme ich denn zu dir rein? Ja, du mal als erstes. Das sind immer die fiesesten, die sich da irgendwo hinten drin verstecken. Die dann immer alle anderen wiederbeleben. Aber so nicht, Freundchen. So nicht. So, wo muss ich hin? Sieht so aus, als müsste ich da hoch. Aber ich komme noch nicht hoch. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Da komme ich hoch. Na, vielleicht warten, bis der heiße Dampf weg ist. So, jetzt. Warum muss rein ausgerechnet hier Wache schieben? Am Ende einer Sackgasse. Ist doch völliger Blödsinn. Vielleicht haben die mich jetzt auch abgeschoben, weil ich zu nichts anderem tauge. Das hast du gesagt, aber wenn du meinst, dass das stimmt, dann wirst du schon recht haben. Achtung, großer Garone, da ist ein riesiger Todesvogel neben dir. Also ich glaube, ich muss da höher rauf, damit ich die Käfer finde. Wupp. Was sagst du dazu? Oh Mann, hier ist ja schon wieder ein neuer Geysir entstanden und ausgerechnet da, wo man ihn gar nicht gebrauchen kann. Das ist wohl jetzt kein Durchkommen mehr. Aha. Wow! Au! Da ist der Käfer! Der vorletzte seiner Art. So, und der letzte ist hier am Ende des Ganges, oder? Ach, Mist! Hätte er sein können. So, wo war denn der letzte jetzt hier? Erstmal wieder hoch. So. Ach, die gehen ja doch aus. Ich dachte jetzt, weil der gesagt hat, hier ist kein Durchkommen mehr. Dachte ich, der geht nie aus. Das wäre so ein permanenter. Was er ja anscheinend auch ist. Ach komm! Ernsthaft? Was für ein lustiger Witz. Wo war denn der Käfer hier? Ich sehe ihn auf der Karte. Es ist da unten. Ach, da ist er! Ah, Gott, ich bin auch blind. So, dankeschön, der letzte. Bitte einmal zurück ins Reich des Lichtes. Dankeschön. Wir können jetzt eigentlich gleich mal die okkulte Kunst lernen gehen. Ja, mit den Portale. Du hast den Tiegel des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Dabei fing die Sache gerade an, mir Spaß zu machen. Vergiss mir bloß nicht, dass wir auch den Schattenkristall finden müssen. Hehe, man sieht sich.
So, was kommt da jetzt raus? Ich weiß, der letzte Lichtgeist, den man findet, ist so ziemlich der coolste. Vor allem auch der größte. Ach, das ist dieser Affenvogel. Der hat so ein Affengesicht, aber Flügel. So ein Pavian-Gesicht. Mein Name ist Eldin. Ich bin der Lichtgeist, der über dieses Gebiet wacht. Auserwählter. Die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich im Heiligtum eines stolzen Bergvolkes. Dieses Heiligtum allerdings hat sich in einen Ort des Bösen verwandelt. Begib dich dorthin und säubere den heiligen Ort von allem, was ihm jetzt noch entweiht. Okay. Einfach mal alles säubern hier. So, zumindest ist jetzt hier wieder Licht eingekehrt. So. Link? Ah. Gemeines Kind. Ein gruseliges Baby. Na, ich hab's doch gleich gesagt. Link ist gekommen, um uns zu retten. Du bist also der junge Mann aus Ordon, von dem diese Kinder mir berichtet haben? Entschuldige, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Leonard. Ich bin der Priester dieses Ortes. Und dies... ist meine Tochter Luana. Die Monster hatten uns entführt und dann haben sie uns irgendwo ausgesetzt. Aber der Priester hat uns den Weg hierher gezeigt. Ich konnte es gar nicht glauben, dass die Kinder aus Ordnung kommen. Einem Dorf im fernen Latuan, so weit weg von hier. Ja, wir können uns auch nicht mehr erinnern. Auf einmal waren wir gefangen. Alles ist so seltsam. Es ist alles wie... wie ein Albtraum. Genau, als hätten wir uns in einem Albtraum verlaufen. Wie ein Albtraum? Dieser Ort hat sich wirklich verändert. Schwarze Monster haben das Dorf angegriffen. Auch die Goronen in den Bergen sahen uns plötzlich als ihre Feinde an. Sie erlauben uns immer noch nicht... auch nur einen Fuß in ihre Mine zu setzen. Ich kann es gar nicht glauben, dass dieses freundliche und stolze Volk sich plötzlich so verändert hat. Sicher findet sich der Grund dafür in der Mine. Nimm auf jeden Fall die Kinder mit und flieh von diesem Ort. Wir, die wir hier wohnen, können das Dorf natürlich nicht verlassen, egal was geschieht. Schließlich ist es unsere Heimat. Und unsere Aufgabe wird es sein, die Goronen von dem Fluch zu befreien, der auf ihnen lastet. Aha. Ja. Nein. Kinder, ja. Gehen, nein. Wir können doch nicht einfach abhauen und die Leute hier im Schicksal überlassen. Was meinst du, Nick? Können wir nicht irgendwas tun? Gibt es denn keine Möglichkeit, sich wieder mit den Goronen zu versöhnen? Auch wenn doch nur jemand in die Mine gehen und etwas unternehmen würde. Ich weiß nicht, was in der Mine der Goronen vorgeht, aber ich hoffe, sie kommen bald wieder zur Besinnung. Du aber kümmere dich nicht um uns, sondern fliehe alsbald von diesem Ort. Link, es ist gefährlich, sich der Mine zu nähern. Wenn Colin und die anderen weg sind, wird es sich ein wenig einsam. Aber sie müssen zu ihren Eltern. Bring sie bitte wieder heim. Muss er die jetzt heimbringen, oder? Ich bin verwirrt. Was passiert, wenn ich jetzt hier gehen will? Das funktioniert. Okay, ich habe jetzt irgendwie damit gerechnet, dass jetzt eine Meldung kommt. Hey, du hast die Kinder vergessen. So. Bevor wir jetzt irgendwas machen. Midna. Die dunkle Macht befindet sich im Heiligtum des stolzen Bergvolkes. Das hat der Lichtgeist doch gesagt, oder? Na gut, wo du hin musst, weißt du ja selbst, oder? Ja, ich wollte eigentlich teleportiert... Ah!
geht ja noch gar nicht. Später kann man immer teleportieren. Aber im Moment kann ich das anscheinend noch nicht. Na toll. Okay. Dann mal auf zu diesen Gonen. Und mal kurz, da ist der Bombenladen. Da gehe ich jetzt mal ganz kurz reinschauen. Ist der schon wieder da? Ja, er ist wieder da. Der gehört nämlich unserem Burnsy Bob. Ein Lacher, mein Schießbuff, was war das? Verdammt, ein elender Bisser. Was haben sie denn getan? Diese Wahnsinnigen. Haben die da oben etwa dein Lager zerstört? Wie können die es nur wagen? Feuergefahr, Lampen strengstens verboten. Oh, du gönnst mir aber auch gar nichts. Das musst du mal probieren. Okay. Gut, da gibt es noch nichts zu kaufen. Später gibt es hier ein paar Bomben zu kaufen. Ich wusste nicht, wann man hier anfangen kann, das zu kaufen. Hatte gehofft, jetzt schon, aber okay. Dann gehen wir einfach mal hier hoch. Ich glaube, ich weiß noch ungefähr, wie es jetzt weitergeht, aber ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Dieser Kletterstil, ich finde den immer wieder eigenartig. Halt! Menschen haben ja ganz Udert. Hier beginnt das Territorium des stolzen Volks der Gronen. Wer hier eindringt, der wird es bereuen. Oh, okay. Du Schwächling, so kommst du gegen einen Gronen nie etwas ausrichten. Ist dir das klar, dann mach, dass du von ihr verschwindest. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß wieder, wo ich jetzt hin muss. Also den können wir jetzt vorerst mal noch nicht aufhalten. Aber wir müssen an dem vorbei. Oh, du bist wohl auf. Ich hatte gesehen, dass du in die Berge gehst. Da musste ich dir einfach folgen. Aber sag mir, Link, du willst doch nicht etwa zu den grausamen Todesberg? Das wäre viel zu gefährlich. In diesem Volk gilt das Recht des Stärkeren und jemanden, der nicht genug Kraft hat, werden sie gar nicht erst zuhören. Aber einen Menschen kenne ich, der genug Kraft bewiesen hat, um sich den Respekt der Gronen zu verdienen. Sein Name ist Boro. Genau, der Bürgermeister deines Heimatdorfes Ordon. Den meine ich. Du solltest ihn besuchen und um Rat fragen. Zudem könntest du den Dorfbewohnern berichten, dass die Kinder in Sicherheit sind. Noch besser wäre es, du könntest sie mitnehmen. Aber zu Fuß durch Ebenen voller Monster? Das wäre viel zu gefährlich. Die Kinder werden wir so lange in Kakariko betreuen. Aber die Eltern in Ordon sollen sich keine Sorgen machen. Sag ihnen das. Okay. Dann mal wieder ab. Ab nach Hause, oder was? Oh, Gott sei Dank. Epona. Epona. Epona, würde ich sagen. Epona. So wie Popona. Komm her, mein Freund. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich bin's doch nur. Alles klar, alles klar. Ach, verdammt. Falsche Taste. Komm her. Beruhige dich. Ganz ruhig, Epona. Bin ja da. Bin ja nur ich. Ich pass auf dich auf. Dir wird nichts mehr passieren hier. So, Gott sei Dank. Hm, gar nicht mal so schlecht. Damit kannst du noch viel leichter in dein Dorf zurück, oder? Na los, mach dich auf den Weg. Du hast etwas zu erledigen. Schon vergessen? Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon... Kurz dachte ich wirklich, ich müsste jetzt den ganzen Weg zurücklaufen.